Hallo. Seit circa 16 Jahren unterstützen wir ein Projekt in Indien. Das ist ein Waisenhaus und eine Schule. Und diese Schule wird von Adivasi-Kindern besucht. Adivasi, das sind die Urinder. Und sie sind ganz unten in der indischen Gesellschaft und sie brauchen unsere Hilfe. Deswegen haben wir einen eingetragenen Verein gegründet, Friends of the Learning Tree Foundation. Wir besuchen das Projekt alle 2 Jahre und wir wissen, dass alle Gelder, die dort gespendet werden, auch dort eingesetzt werden und hundertprozentig da ankommen. Die Kinder besuchen die Schule. Morgens um 9 fängt die Schule an und um 16 Uhr ist die Schule aus. Sie arbeiten in der Schule, sie machen sauber, sie bauen Gemüse an und das ist wie eine kleine Lebensgemeinschaft für diese 100 junge Menschen. Wasser ist ein großes Problem. Also es gibt Trockenperioden, wo sie kein sauberes Wasser mehr haben. Noch zusätzlich dazu wird ein neues Gebäude errichtet, damit die Jungs und die Mädchen getrennt schlafen können. Ein Gebäude haben wir letztes Jahr schon fertig gemacht und falls Sie helfen möchten, können Sie gerne auf die Internetseite gehen. Das ist www.fotltf.de und dort können Sie spenden und Sie können auch gerne Mitglied werden in unserem Verein und da werden Sie auch regelmäßig über die Geschehnisse in Kotra informiert. Sie haben auch die Möglichkeit, über Facebook mehr Informationen zu bekommen und wir haben auch Kontakt zu den Kindern über Facebook und das ist immer interessant von denen zu hören, wie es denen geht, wie das Wetter ist, wer momentan krank ist und wer Erfolge erlebt. Friends of the Learning Tree Foundation. FOTLTF.de